Fast auf den Tag vor 30 Jahren standen die Barden Arno und Andreas mit ihrer Band in Calden zum letzten Mal auf einer Konzertbühne vor 5000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Jetzt, in einigen Tagen, am 4. September jetzt diesen Jahres, treten sie wieder an, um gemeinsam ein Konzert zu bestreiten. Das ruft nach einem vertiefenden Gespräch. Herzlich begrüße ich Arno Backhaus aus Membreissen und Andreas Malessa aus Hochdorf. Herzlich willkommen und ein alter Freund und Begleiter Hans-Peter Schmutz, der in der damaligen Zeit die beiden auch ganz intensiv begleitet und miterlebt hat. Bevor wir in die Tiefe gehen und ein bisschen in der Vergangenheit schmökern, die Frage ganz platt, weshalb jetzt wieder auf der Bühne? Zuerst, bevor Andreas was sagt, es ist ein einmaliges Konzert. Bei dir klang das so, als wenn wir jetzt wieder auf die Bühne gehen. Wir gehen einmalig auf die Bühne, aber in Wirklichkeit ist es keine Bühne, sondern ist ein Studio und der Rest erzählt der Andreas. Ja, ganz einfach, in Corona-Zeiten muss man das im YouTube-Kanal, also auf Videokonzert machen. Und der Grund war tatsächlich das 30-jährige Jubiläum des Aufhörens und eigentlich das 50-jährige Jubiläum des Anfangens. Wir haben 1971, 72 etwa miteinander angefangen. Und wir wurden immer wieder danach gefragt. Schon seit 30 Jahren werden wir danach gefragt, wann spielt ihr mal zusammen? Aber da Arno als Referent und Buchautor und ich als Referent und Buchautor pro Monat etwa 15 Veranstaltungen bestreiten, jeder, würde ein gemeinsames Konzert unsere Reichweite halbieren. Dann könnten wir nur noch halb so viele Veranstaltungen machen. Und deswegen haben wir immer gesagt, nein, keine Reunion-Tournee, sondern ein einmaliges und wahrscheinlich auch letztmaliges, einzigartiges Videokonzert. Wir freuen uns jedenfalls darauf und gehen jetzt aber in einen ersten Schritt zurück. Hans-Peter Schmutz hat ein bisschen so seine Augen auf die alten Zeiten geworfen. Ich gehe mit euch jetzt in die Zeit zurück, ungefähr Mitte, Ende 70er Jahre. Also ich bin ein paar Jahre jünger gewesen. Das war auch meine Studienzeit und da habe ich im Auftrag der christlichen Jugendarbeit der Stadt Bern euch nach Bern geholt, ins Hotel National. Aufgetreten sind zwei unbekannte Barden, vor allem der eine war ein Barde. Es waren zwei Stimmen, eine Gitarre und eine Kombination aus tiefgründigem Humor und humorvoller Ernsthaftigkeit. Deshalb kommt jetzt in Bezug auf Barde die Frage an Arno: Wie geht's eigentlich mit deinen langen Haaren? Hast du die irgendwo aufgehängt an die Wand oder so? Nein, meine langen Haare. Ich habe ja immer nach dem Motto gelebt, wenn Gott gewollt hätte, dass Männer kurze Haare haben, dann hätte er das ja so einrichten können, dass die ab einer gewissen Länge aufhören zu wachsen. Das war aber nicht der Fall. Genau. Da habe ich Gott die Möglichkeit gegeben, er kann mit meinen Haaren so lang wachsen lassen, wie er will. Und ich wollte meinem Verstand auch mehr Raum geben. Und deshalb habe ich die Haare lang wachsen lassen. Aber in Wirklichkeit, es wäre jetzt natürlich passend, ein schönes Foto von früher zu sehen, da zu haben, dass Leute sehen, wie die Haare oder wie ich damals aussah. Meine Frau hat damals im Krankenhaus bei unserem ersten Kind, da hat die Schwester gefragt, ist das wirklich ihr Mann? Weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass meine Frau mit so einem Freak, ich war ein Freak, verheiratet sein konnte. Aber mittlerweile bin ich vernünftig geworden. Die Vernunft hat überhand genommen. Aber die Haare sind immer noch ziemlich dicht gewachsen. Ja, aber viel länger werden sie, entscheidend länger werden sie nicht. Schon. Andreas, du warst der Gitarrist. Spielst du eigentlich immer noch Gitarre? Nein, ich spiele schon seit 30 Jahren keine Gitarre mehr, aber ich schreibe nach wie vor, oder habe immer schon in den 30 Jahren ohne Arno und Andreas Songs geschrieben, Texte. Songtexte geschrieben, zuletzt für zwei Musicals, Amazing Grace 2014 und Ein Traum verändert die Welt, Martin Luther King, ein Musical, das wir seit 2019 auf Tour geschickt haben. Und so ein Musical hat 20 bis 22 Songs. Insofern hast du da als Songwriter auch genug zu tun, zumal wenn du die Spielszenen noch dazu schreibst, als das gesamte Libretto, das Drehbuch. Also so hatte ich immer mit Musik zu tun, aber nie als Instrumentalist,
sondern immer nur als Autor. Schön, bist du dabei geblieben. Arnold, dein Humor war ja damals legendär, hat auch einen Niederschlag gefunden in ein paar Büchern, die immer irgendwie etwas schräg daherkommen, egal wie das Thema heißt. Aber nochmal zurück zu dieser Rolle als Humorist auf der Bühne. Wie schwierig oder wie anstrengend war das eigentlich, ich sage jetzt mal, bei schlechter Laune auf die Bühne zu stehen und dann den Humoristen zu spielen? Ich habe nie den Humoristen gespielt. Ich war der Humorist. Und wenn es mir gut geht, habe ich nichts gespielt, nichts vorgespielt. Okay. Aber der Humor ist ja eigentlich eine Sache, die mein Leben zwar geprägt hat, aber entscheidend in meinem Leben am Anfang, was mich beeinflusst hat, war Leid, Gewalt und Schmerz und Verletzungen. Das wird in meiner Autobiografie deutlich, wo viele sehr erstaunt sind, welche andere Seite ich noch habe. Und die trage ich manchmal in Vorträgen vor, wenn ich über Verletzungen spreche, über Rache, über Vergebung. Aber meine Kindheit war gar nicht lustig, war sehr brutal. Und den Humor musste ich langsam erst lernen und habe gemerkt, ich darf frei sein, fröhlich sein, weil Gott mich so liebt, wie ich bin. Wer liebt dich so, wie du bist? Auch wenn ich ein Biest bin, werde ich von Gott getragen, ertragen und geliebt. Und das macht mein Leben gelassen. Und mit diesem Humor gehe ich auch andere Menschen anstecken, ermutigen. Ich höre heraus, dass der Humor nicht aufgehört hat. Bei dir hat es sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten. Nein, finde ich nicht. Seine Witze werden immer blöder. Ich könnte jetzt einige Witze über die Schweizer erzählen und über die Deutschen natürlich auch, aber ich lasse es. Nein, es sind nach wie vor das, was Leute begeistert bei mir, aber auch von früher bei Andreas und mir, war, dass wir Humor und Tiefgang verbinden. Das gibt es nicht so oft. Die einen sind entweder nur oberflächlich klamaukmäßig drauf oder die anderen immer nur tiefgründig, aber dass man beides, das Fröhliche, das Dankbare, das Gelassene mit dem Tiefgründigen verbinden kann, das gibt's nicht so oft. Und wenn ich mir das genau angucke, Charlie Chaplin hatte keine gute Kindheit, eine brutale Kindheit und hat sehr viel Humor verbreitet. Habe Kerkeling, in Deutschland bekannter Humorist, hatte keine gute Kindheit, hat einen eigenen Humor entwickelt. Die Juden haben ja nichts zu lachen, haben aber einen eigenen Humorstil. Es scheint so zu sein, dass Humor eine Form ist, Leid mitzuverarbeiten. Und das habe ich in meinem Leben auch erlebt. Und das kann man in meinem Buch, in meiner Autobiografie natürlich sehr detailliert nachlesen, besser als in den Witzbüchern natürlich. Genau. Ich bleibe noch ein bisschen bei der Doppelrolle dieses Duos Arnold und Andreas, bei der Rollenverteilung sozusagen. Andreas, du hast ja später Theologie studiert, hast als Journalist gearbeitet, machst es heute noch. Ich sehe dich eher auf der ernsthaften Seite. Kann man sagen, du warst zuständig, Andreas, für die Inhalte und Arno hat dann diese Inhalte gut verkauft? Von außen betrachtet ja, von innen nein. Denn ich war ja nicht nur der Theoretiker, sondern unsere Lieder waren immer so eine Mischung aus Bibelarbeit, Zeitung lesen und persönlichem Erleben. Und das hat sich bis heute bei mir nicht geändert. Das heißt, ich lese biblische Texte, ich beobachte unsere Gesellschaft, die Menschen, unseren Freundeskreis, meine eigene Verwandtschaft, meine Frau und mich, unsere Kinder und mache mir darüber Gedanken, wie das zusammenwirkt und merke, die Bibel ist das lebenskundlichste und menschenfreundlichste Buch der Weltliteratur. Die Bibel ist das Buch, in der Gott beschimpft wird wie nirgend sonst in keinem atheistischen Werk, wenn man die Psalmen, die Klagepsalmen, die Rachepsalmen liest. Also finde ich jede menschliche Situation in der Bibel wieder gespiegelt und gleichzeitig zu Gott in Beziehung gebracht. Und davon kann man auch persönlich erzählen auf der Bühne, wenn es nicht Nähkästchen und Schnack wird, also nur blödes Gelaber aus dem Wohnzimmer, sondern wenn es ein, früher sagte man dazu, Zeugnis, ein persönliches Testimonial ist, was man mit Gott erlebt. Ich habe zum Beispiel eine völlig harmonische Kindheit, weder Gewalt noch Schmerz noch Leid erlebt. Ich erlebe Humor natürlich als den Knopf, den man öffnen kann, damit einem nicht der Kragen platzt.
Wenn man empörende Dinge in der Gesellschaft, in der Politik und in der Kultur merkt, darf man darüber Witze machen und sich Luft machen. Das ist nochmal eine andere Art von Ironie und Satire. Aber wir haben uns da gut ergänzt, denke ich mal, der Arno und ich. Bei ihm mit diesem autobiografisch belegten Zeugnissen und bei mir mit der Selbstreflexion und der gesellschaftlichen Reflexion. Wie siehst du deine Rolle, Andrea, als Verkäufer? Arno? Meine Rolle? Als Verkäufer? Du willst keine Rolle, ich weiß, ja. Aber bist du ein guter Verkäufer? Ein guter Verkäufer? Nein, ein guter Verkäufer bin ich nicht. Ich bin eher ein... Ich versuche, ein Ermutiger zu sein, ein Tröster, ein Stärker. Ich könnte ja viel mehr Umsatz machen, wenn ich wollte. Und ich habe damals schon immer gesagt, ich will von dem Umsatz, den ich mache, leben. Ich will nicht noch mehr Umsatz machen. Ich will, dass der Umsatz, den ich mache, also als Verkäufer, mir Möglichkeiten des Freiraums gibt, den Willen Gottes zu tun und nicht immer mehr Umsätze, immer mehr Verkäufe machen. Und das konnten manche damals gar nicht verstehen in Deutschland. Manche Mitbewerber, die sagten, du könntest viel mehr Umsatz machen. Sag ich, will ich gar nicht. Und die, die mehr Umsatz gemacht haben, haben teilweise Pleite gemacht. Ihre Ehe ist kaputt gegangen, ihre ganze Lebensqualität. Und wenn du meine Frau und mich sehen würdest oder erleben würdest im Alltag, wir haben eine gute Lebensqualität. Wir sind froh und dankbar. Wir haben wenig Stress. Ja. Also wenn du, Hans-Peter, das Verkaufen mal jetzt nicht auf Kohle machen, auf Geld verdienen beziehst, sondern auf Menschen etwas akzeptabel und annehmbar machen, was sie vorher für unnötig hielten, dann bin ich der bessere Verkäufer. Das heißt, das Evangelium, Menschen, die nicht mit Kirche groß geworden sind, mit dem Glauben nichts anfangen können oder sogar militante Atheisten sind, denen Anknüpfungspunkte zu geben, wo sie andocken können, wo sie sich angesprochen fühlen im Gespräch. Ich habe viele Dokumentarfilme gedreht, ich habe Menschen im Fernsehen porträtiert, ich mache heute noch Hörfunkfeature für Kulturprogramme, Hessischer Rundfunk in Frankfurt und so. Also Menschen, die mit dem Glauben nichts anfangen können, diesen schmackhaft machen, sage ich mal, das kann ich. Das macht Arne natürlich auch mit seiner Straßenaktion, ja, einfach anders. Richtig. Ja. Vielleicht eine kleine nochmal Verkaufserfahrung in der Schweiz. Wir hatten ein Konzert, ich glaube, im Zürichstadion. Ich hatte 200 Schallplatten von unserer neuen Schallplatte, die Langarbeitsheftspielscheibe, mit und musste die sehr kompliziert verzollen in Deutschland. Jetzt hatte ich überhaupt keine Lust, die wieder zurück zu verzollen. Die restlichen musste ich wieder bei der Schweiz zurückfahren. Das war mir alles zu bürokratisch und zu kompliziert. Und da habe ich angegeben, jeder kann so viel geben, wie er möchte, wenn er die kauft. Und es gab Leute, die haben mir sehr wenig Geld am Büchertisch dafür gegeben, andere etwas mehr. Und ich bin alle Schallplatten losgeworden. Das war mein Ziel. Und das Schöne war, ich habe weder draufgelegt noch Gewinn gemacht, aber ich bin die Schallplatten losgeworden. Und darum ging es uns ja, Inhalte weiterzugeben. Das ist so ein kleiner Verkaufs... Ja, dasselbe betrifft übrigens jetzt unser Videokonzert am 4. September um 20 Uhr auf YouTube. Es ist gratis. Du kannst dich einfach reinklicken. Und es bleibt da auch stehen bis Weihnachten. Aber wir haben gesagt, wer so viel Grips zwischen den Ohren hat, dass er weiß... Eine gute Studioproduktion ist natürlich nicht kostenlos für uns beide. Wer kann sich durch ein Eintrittsgeld daran beteiligen? Also das Freiwilligkeitsprinzip. Ja, das zeichnet eben einen guten Verkäufer aus, diese Kommunikation. Wir bleiben noch kurz in den 70er Jahren. Das war auch die Zeit der Jesus People, der christlichen Hippies. Enorm kreative Menschen mit poppigen Liedern. Ich habe in der Zeit Schallplattentisch, muss man sagen, für diejenigen, die das noch wissen, was es ist, habe ich betreut an Jugendanlässen und dieser Tisch war ziemlich, also halb leer. Es gab wenig Sachen, die man Jugendlichen wirklich anbieten konnte. Da waren irgendwie Quartette mit erbaulichen Liedern und so. Und da kamen eben derzeit, 70er Jahre, kam Larry Norman, es kam Barry McGuire, und andere mit einer enormen Freiheit in ganz unterschiedlichem Stil christliche Inhalte zu vermitteln. Wie stark hat euch diese Hippie-Szene, sage ich jetzt mal abgesehen von Arno mit seiner Frisur, wie stark hat es euch beeinflusst? Sehr stark. Ja.
Würde ich, oder Arno? Ja, du auch sagen? Das ist das Entscheidende, was uns damals mitgeprägt hat. Das war eine Lebenskultur, die Zeit der Hippies, der 68er. Da wollten wir frei sein und das war ein Stück Freiheit. Und das war die erste Rockmusik von Barry McGuire, die Schallplatte Seeds. Und davor gab es nur Gospel, Quartetts und Manfred Siebert war das Progressivste damals. Also das hat uns ganz stark geprägt. Hans-Peter, du darfst nicht vergessen, ich habe mich mit meiner Freundin 1977 am Nordende der Golden Gate Bridge in San Francisco verlobt. Ui. Wir sind dorthin geflogen in den Honeymoon oder Flitterwochen, also als Freund und Freundin, weil wir uns dort verloben wollten. Deutschland war kein Platz mehr. Ja. Nein, es war natürlich, wir haben alle die Konzerte aus dem Panhandle Park und Hyde Ashbury geguckt und Grateful Dead und Janis Joplin und was weiß ich nicht alles. Also ich persönlich bin, das weiß ich heute im Nachhinein, wenn ich mir die Texte angucke, damals Student in Hamburg, es gab noch Onkel Pös Carnegie Hall, wo die großen Jatzer sind dort aufgetreten. Al Jarreau, der Jazzsänger, verdankt seine ganze Karriere dem Onkel Pö. Da hat Otto Walkes Witze gemacht vorne, der ostfriesische Komiker. Und es saß ein unbekannter Langhaariger am Schlagzeug, der hieß Udo Lindenberg. Mhm. Den kannte damals noch keiner. Wenn man in diesem Milieu Hamburger Clubs und Kneipen, Cotton Club, meine Frau und ich sind jetzt 43 Jahre verheiratet. Wir kommen jetzt gerade aus wieder mal einem Hamburg-Urlaub. Wir gehen immer noch in dieselben Clubs. In einem sitzt immer noch dieselbe Band, sie können aber nicht mehr stehen. Das heißt, sie sitzen inzwischen. Also davon sind wir natürlich beeinflusst. Und das Witzige finde ich ja, das berühmteste Lied von Arno und Andreas, Der Gammler, ist gar nicht von uns. Ja, genau. Das ist eine Übersetzung, Larry Norman, Übersetzung von Larry Norman, The Outlaw. Und wer hat Larry Norman nach Europa geholt? Unter anderem John Daniel von Lerber. Es war die Idee der Schweizer, den herzuholen. Auch Barry McGuire, auch John Daniel Lerber Profile Productions haben diese Leute nach Europa geholt. Wir haben ihre Lieder gehört und haben sie schlichtweg singbar übersetzt. Ich würde gerne noch was ergänzen. Das, was uns, was andere noch mehr geprägt hat, war die Lobpreis-Anbetungsszene. Fred Field, Tom Coombs, Love Song haben die ersten Praise-Songs vorgetragen, was heute Lobpreis- und Anbetungsszene ist. Ja. Das fing damals an mit Second Chapter of Acts und einigen anderen. Heute hat sich das verselbstständigt. Damals wusste man noch gar nicht, was Lobpreis- und Anbetungsmusik ist, obwohl es in Kirchenliedern natürlich schon immer gab, aber nicht in dieser Form, wie es heute das gibt. Das war Karen Lafferty auch, oder? Ja. Karen Lafferty, das ganze Maranatha-Label, das eigentlich so entstanden ist im Rahmen dieser Gemeinde um Chuck herum, das ist ganz prägend gewesen. Diese Praise-Serien und so. Natürlich. Ich erinnere mich auch in dem besagten Verlobungsurlaub Sommer Anfang 77 war ich in Calvary Chapel, noch in der alten Kirche, und es saß ein gelockter Pianist am Klavier, den niemand kannte, der hieß Keith Green. Den habe ich noch mit 100 Leuten in einer kleinen Kirche gehört und niemand ahnte, wie das sich alles entwickeln würde. Heute habe ich natürlich zu manchen Inhalten dieser Leute nachträglich eine kritische Distanz. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber damals waren sie, um auf dein Stichwort Hippies zurückzukommen, für uns definitiv inspirierend, auf jeden Fall. Kleine Story zu Keith Green. Ich habe vor 4 Wochen bei YouTube einen Bericht gesehen, wie Keith Green als 9-Jähriger in einer Fernsehshow Dollars in ein Schweinchen wirft und bestimmte Fragen beantworten muss. Die Show gab es damals in Deutsch von einem, ich weiß noch gar nicht, wie er heißt. Robert Lemke. Robert Lemke, ja. Diese Show ist eine amerikanische Show gewesen und Keith Green wird da gezeigt als 9-Jähriger, wie er da Geld reinschmeißt und noch ein Lied singt. Er war der Erste, der irgendeinen Hit hatte als 9-Jähriger. Als Kinderstand. Sehr interessant. Und manchmal habe ich den Eindruck, Keith Green ist ja tödlich verunglückt. Ja. Es gibt einige bekannte Menschen, die tödlich verunglückt sind. Und Keith Green war ein Hardcore-Christ geworden. Er hat sehr scharfe
fast gesetzliche Dinge gesagt. Und ich weiß nicht, was aus ihm geworden wäre, wenn er 40, 50, 60, 70 geworden wäre. Und es kann sein, also ich bin da, dass Gott gesagt hat, ich will es gnädig machen mit allen und hat ihn abberufen. Ich weiß es nicht. Ich bin, aber das könnte sein. Ich kenne so zwei, drei, auch Wolfgang Düg, durch den wir als Arno und Andreas entstanden sind, war auch so ein Hardcore-Evangelist. 39, ja. Und der ist auch tödlich verunglückt. Jetzt will ich nicht sagen, dass über solche Unfälle Gottes Handeln steht. Das wäre etwas steil. Aber manchmal bin ich froh, dass diese Hardcore-Evangelisten nicht noch weiter sich entwickelt. Radikalisiert haben, ja. Ja. Fundis geworden werden. Ja, oder wie weich sollte man sein, ist hier die Frage. Aber wir ziehen jetzt keine Schlüsse daraus, über eure, die Tatsache, dass ihr noch unterwegs seid, lebendig unterwegs seid, wie weich ihr wirklich seid. Aber meine Frage geht an Jean-Daniel. Wie hast du eigentlich die beiden entdeckt, Arno und Andreas? Ja, das war natürlich in den Anfängen in dem Sinne. Ich war zusammen mit Hans-Holdi Gräf, mit dem ich damals 1977 das Konzert mit Larry Norman im Zürich organisiert habe, bin ich 1978 dann nach Estes Park geflogen. Das war das Christian Artist Seminar in Amerika, das hat es da schon einige Jahre gegeben. Camp Floria hat das auf die Beine gestellt und das Prinzip war, dass so 30 für ungefähr 20 Minuten lang ein Künstler, eine Band, ein Chor etwas gespielt hat und dann hat man während einer Woche natürlich unheimlich viele Künstler hören können live. Und das war für mich persönlich ein absolut einschneidendes Erlebnis. Ich mag mich erinnern, dass ich nach 3 Tagen weinend den Konzertsaal verlassen habe. Es war schlichtweg zu viel. Ich habe einfach das so aufgesogen, weil ich diese Musik, diese Sprache, die ich endlich verstanden habe und ich wusste, dass meine Freunde, die eben auch verstehen würden, dass es die tatsächlich gibt und in einer solchen Qualität gibt und viele, ich denke auch an Don Francisco oder solche Leute, John Fisher, da war auch Tiefgang da, oder wirklich. Und dann hat uns das inspiriert, in Zürich diesen Kierladen auf die Beine zu stellen. Und da haben wir dann die ersten Platten importiert. Wir hatten Kontakte zu Ian Hamilton erhalten. Wir haben mit Blue Rose, Nils Schellström Kontakte aufgenommen und hatten dann eben gehört von den Barden, wie eben Arno und Andreas und Siegfried Fietz war ja auch noch ein ganz früher Pionier. Ich meine, ich habe hier die allererste Platte von euch, doch Schulte und Kehrt. Ja, ja, sie liegen alle vor mir, die ganze Sammlung. Also es ist, und dann das erste Mal, dass wir euch eingeladen haben, war 1980. Da habe ich noch Flyer. Ich habe eine ganze Dokumentation, sämtlicher Flyer, die wir gemacht haben, 1980. Bis 1989 haben wir etwa 5 oder 6 Tourneen gemacht. Und haben uns natürlich persönlich kennengelernt. Und das Schöne ist auch, das muss ich hier auch sagen, jetzt nicht nur mit euch zwei, sondern mit vielen Künstlern, dass ich mich mit ihnen immer noch in Kontakt bin und dass uns Freundschaften verbindet. Und wir auch gemeinsam diese Entwicklungen miterlebt haben. Jetzt, als wir in den 2010er Jahren mit Barry Maguire nochmal getourt sind, das war so toll, den Arno zu sehen und da zusammenzusitzen, nach so vielen Jahren mit jemandem, der eben gerade auch den Arno so mitgeprägt hatte, oder? Was noch interessant ist, wir haben ja früher solche Leute kennengelernt wie Steppenblüte, die Albanarbeit. Basel. Ich war von der Albanarbeit so begeistert, dass ich angefangen habe, hier bei uns im Dorf ein altes Bauernhaus zu betonieren, den Grund, und wollte eine Holzwerkstatt gründen. Zum Glück hat mich Gott davor bewahrt. Holzspielzeug. Sonst hätte er heute also nicht, ich habe nichts keine gegen Holz. Finger zum Spielen. Aber das war, das wurde dann überhaupt nicht. Aber da war Albanarbeit für mich ein ganz starkes Vorbild. Und viele andere Erlebnisse in der Schweiz damals, die es in Deutschland nicht so, die Deutschland nicht so bekannt war. Ich meine, diese Initiative, nur um eine kleine Kammer zu öffnen, die gibt es heute noch. Die sind immer noch aktiv. Echt? Ja, das war nicht nur damals so 2, 3 Jahre.
sondern die haben Holzwerkstätten, die haben Kerzen, ein großes Sortiment, ja, das sie mittlerweile in viele Läden verteilen können. Also da hat sich eine tolle Arbeit entwickelt. Ja. Was auch noch interessant ist, weil du von damals sprachst, von den damaligen Musikern. Ich habe mal im Internet recherchiert, was die alten Musiker alles machen, so Randy Stonehill und Tom Cooper und viele. Und interessant ist, dass alle bekannten Leute von damals sind heute noch Christen. Das ist ja nicht mehr so selbstverständlich. Es gibt einige, die abgetreten sind und so, aber die meisten sind noch Christen und sind noch fröhlich dabei und einige machen auch noch Musik. Und das hat mich ganz tief berührt, als ich das alles gesehen habe von damals. Was an der Stelle vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ich habe den Namen John Fischer erwähnt. Man kennt ihn eigentlich hier bei uns nicht so. Er ist ein Liedermacher. Wir haben ihn einmal in die Schweiz eingeladen, 1980. Das war das einzige Mal eigentlich. Aber er veröffentlicht heute so Blogs, The Catch, Daily Catch nennt sich das. Ausgezeichnet formuliert, gerade jetzt in einem Land mit so vielen Trennungen, Gräben, politischen Abgrenzungen, wie er als Christ seine Warte, seinen Glauben wahrnimmt und den Leuten, wie Arnus auch erwähnt hat, Mut macht. Und er hat die Millennials auch im Auge, wie er ihnen eine Zukunft helfen möchte zu bauen. Schon eindrücklich. Und das sind jetzt 50, 60 Jahre seit jener Zeit. Oder? Ja, das Lied von Manfred Siebald, Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben, stammt von John Fischer. Mhm. Ob ihr das kennt in Deutschland. In der Schweiz. Jetzt versuche ich wieder die Initiative zurückzugewinnen und zu atmen. Ich brauche nochmals diesen Schallplattentisch an Jugendanlässen. Der war ja also jetzt bedeckt mit englischen, amerikanischen Schallplatten, aber kaum mit deutschsprachigen, weil deutschsprachig gab es eben noch ganz wenig bis gar nichts. Siegfried Fietz hat dann plötzlich mit seiner Band das Schlagzeug eingeführt. Dann kam Manfred Siebald mit hervorragenden deutschsprachigen Texten. Und dann kamen eben Aaron Andreas mit auch sehr guten Texten und auch noch einem sehr guten Auftritt auf der Bühne. Das war eine echte Bereicherung. Ich möchte jetzt ein bisschen auf diese Texte eingehen. Ihr sagt bei der Vorschau zum Konzert, das jetzt dann kommen wird im September, wir bereuen keine Zeile, die ihr geschrieben habt. Ja. Das heißt, ihr schreibt heute noch dieselben Texte wie früher? Nein, das nicht. Aber bevor ich jetzt 22 Texte aus Amazing Grace und 22 aus Martin Luther King Musical vorlese, beziehungsweise Songtexte der letzten Jahre, die ich für andere Künstler, Beate Ling, Sarah Kaiser und sonst wen getextet habe, so als Auftragsproduktion für ihre CDs, würde ich mal sagen, wir bereuen nicht, was wir von unserem Glauben von 1972 bis 1992 gesungen haben. Es entsprach und zu 90% entspricht es heute noch unseren Überzeugungen. Zweitens, von mir kann ich jedenfalls sagen, aber von Arno auch, unser Glaube hat Häutungen und Entwicklungsstufen erlebt, dass man merkt, das uralte Versprechen des Pietismus oder der evangelikalen Frömmigkeit, wenn du den Herrn Jesus lieb hast und regelmäßig stille Zeit machst, wird dein Leben gelingen. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten. Schau dich in den Familien um, in den Ehen um, in der Kindererziehung, in der psychischen Entwicklung. Es gibt Evangelikale beim Scheidungsanwalt, beim Arbeitsgericht und sogar im Knast. So, also musst du dir die Frage stellen, je reifer du wirst im Leben, was von meinen kindlichen Überzeugungen aus dem Kindergottesdienst, die völlig okay sind, die ich meinen Enkeln auch so weitergebe, was davon hat den Test of Time, hat Bestand gehabt über die Krisen des Lebens hinaus und so reift dein Glaube, entwickelt sich deine Gottesbeziehung, bei mir auch meine Beziehung zur Bibel und zur Gemeinde, zur Ortsgemeinde, zu der wir gehören, aber deswegen muss ich nicht über meine Texte von damals überheblich lächeln. Überhaupt nicht, sonst würde ich sie jetzt nicht am 4. September um 20 Uhr auf YouTube präsentieren. Das Interessante ist noch, dass wir, ohne dass uns das damals bewusst wurde, wir sehr
prophetisch getextet und gesungen haben. Unwissentlich wird, prophetisch. Ja, das wissen wir, das ist uns erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren so bewusst geworden. 30 Jahre vor dem Unfall in Fukushima in Japan, weiß ich, wie das ausgesprochen wird, da haben wir ein Lied geschrieben, ich esse so gerne Thunfisch. Da wird das Problem besprochen, was da passiert ist. Atomverseuchte Meere. Ich habe ein Buch geschrieben, Bibel, dir deine Meinung. Da gibt es eine Geschichte, seltsame Krankheit. Da habe ich 15 Jahre vor der Pandemie, die wir jetzt gerade noch so erleben, beschreibe ich genau diese Situation. Und wir haben viele Texte, die wir, ohne dass uns das bewusst wurde, erst in der Zukunft passiert sind oder erleben. Und das ist nochmal heute interessant. Leider hat sich nichts von dem geändert in 15 Jahren oder 20 oder 30 Jahren. Die Texte sind teilweise heute noch hochaktuell. Ja, oder sie sind irgendwie anders aktuell. Es gibt einen Song, der ist gar nicht von uns, von Johann Huss, aber den singen wir am Ende unseres Konzertes am 4. September, diese Hoffnung. Und da kommt die Zeile drin vor, ich hoffe, dass man nicht mehr, dass Mauern und Zäune uns nicht voneinander trennen. Das habe ich natürlich Johann Huss und ich 1970 auf die DDR-Grenze bezogen, auf die Mauer in Berlin und die Stacheldrähte in Franken und Bayern. Heute, wo meine Frau und ich jetzt seit 5 Jahren aktiv in der Flüchtlingsarbeit sind, wo wir 5 Syrer bei uns wohnen hatten, einen davon 3 Jahre lang, wo wir heute immer noch Geflüchtete aufnehmen und in den Arbeitsprozess integrieren und ihnen Wohnungen besorgen, weiß ich, ich kann das Lied heute immer noch singen. Es geht jetzt um den Stacheldraht zwischen Ungarn und Österreich. Es geht um den Stacheldraht in Gibraltar. Es geht um die Mauer zwischen Mexiko und den USA. Das heißt, die Lieder sind auf tragische Weise aktuell. Genau. Also den Thunfisch hatte ich auch als Frage auf meiner Liste. Da hätte die Greta Thunberg große Freude dran. Passt auch vom Namen her dazu. Da war die noch gar nicht geboren. Ja. Die war im besten Fall ein Gedanke Gottes damals. Kommen wir noch zu einem anderen Text. Es ist eines meiner Lieblingslieder, das du geschrieben oder getextet und geschrieben hast, Andreas. Das ist das Lied vom Traum. Dort, für diejenigen, die das nicht kennen, ganz kurz zusammengefasst, es geht um einen Karnevalsumzug. Zuvor ist ein Mädchen, das singt, jetzt sind wir befreit. Ihr Rücken ist voll von Striemen und Wüstensand. Anschließend kommen 5 Posaunisten, die Jazzrock vor die Wand spielen, bis diese umfällt. Und das geht dann weiter durch die biblische Heils- und Kirchengeschichte bis zu Andeutungen auf die neue Welt des absoluten Glücks am Schluss der Apokalypse. Also ein Riesenbogen. Die Pointe des Traums und des Liedes auch ist dann der Blick zurück in die Gegenwart mit den Zeilen: Da sah ich meine Freunde unten auf der Straße stehen und merkte jetzt, die hatten unseren Zirkus nicht gesehen. Und dann wacht der Träume auf. Meine Frage ist, wie aktuell ist dieser Text heute? Ich mache immer noch dasselbe. Also, was macht dieser Text? Dieser Text formuliert salopp, wie du schon sagst, die ganze Heilsgeschichte quer durch alle biblischen Bilder, durch von Miriam, der tamburintanzenden Miriam nach dem Durchzug der Kinder Israel durchs Rote Meer, über die Posaunisten von Jericho und aktualisiert das auf heute bezogen. Mauern wegpusten, hätten wir uns nicht vorstellen können vor dem 9. November 89. Dass Lieder und Kerzen eine Diktatur wegpusten können. Und wenn ich denke, die Miriam, die Sklavin, die ein Siegeslied singt, ich habe mich intensiv beschäftigt mit der Biografie Martin Luther Kings. Mein Vater hat ihn noch persönlich getroffen. Ich habe jetzt die Tochter von Ralph Abernathy, dem damaligen Chef von Martin Luther King in Montgomery, Alabama 1955, dessen Tochter Juanita Abernathy, eine Sängerin, die habe ich getroffen und für eine Sendung verwendet. Das ist alles ganz dicht dran. Wir sind nicht weit weg. So, jetzt wird im Mai 2020 George Floyd ermordet, weil ein weißer Polizist 8 Minuten auf seinem Hals kniet. Es gibt die Black Lives Matter Bewegung. Wir haben eine Kolonialismusdebatte, wir haben eine Rassismusdebatte. Das ist alles hochaktuell. Das konnte ich damals natürlich nicht wissen, wie aktuell das ist.
Aber wenn ich dann heute als, Entschuldigung, hier klingelt irgendwo ein Telefon, wenn ich heute als alter Sack, der sozusagen nur den Mauerfall erlebt hat, sehe, dass Joshua Wong in Hongkong inhaftiert ist und die Demokratiedemonstranten in Hongkong gesungen haben, Sing Hallelujah to the Lord, ein Lobpreislied, war der Hit der Hongkonger Demokratiebewegung, dann heul ich vor Rührung und gleichzeitig heul ich vor Empörung, dass während Demokratiedemonstranten in Hongkong ihr Leben riskieren, bei uns die Befreiten von 1989 faschistoiden rassistischen Parteien nahestehen und glauben, bei der AfD seien ihre christlichen Werte gut aufgehoben. Natürlich auch viele ultrakonservative Evangelikale in Westdeutschland, im alten Westdeutschland glauben das. Dann denke ich, sag mal, das darf doch gar nicht wahr sein. Dann wünschte ich mir noch mal 20 zu sein und mit langen Haaren von mir aus darüber zu singen. Aber dieser Zirkus, dieser biblische Zirkus zieht sich immer noch durch unsere Zeit. Und ich habe ein Buch geschrieben, 111 Bibeltexte, die man kennen muss, in einem Reiseführerverlag, wo ich 111 Bibeltexte auf diese Art und Weise, genau wie damals in dem Lied, auslege und anwende. Meine Frage wegen dem Umzug ist noch ein bisschen anders zugespitzt jetzt in der Fortsetzung. Ihr habt jetzt rund 20, 30 Jahre geschwiegen, zumindest musikalisch. Die Szene hat sich weiterentwickelt. Was ich jetzt höre, ist wieder sehr viel Englisch, vor allem Lobpreislieder. Ich höre, wenn deutschsprachige Texte kommen, so banale Texte, die ich nicht zitieren möchte. Aber mit Ausnahme vielleicht der Mennoniten, die ihre Friedenstheologie auch in Liedern abbilden. Da hört man also im Gottesdienst die normalen Praise-Songs, aber dann auch ein Friedenslied. Mir fehlt ein bisschen, oder ich habe den Eindruck, dieser Umzug ist eben auch unterwegs, die Christen sind unterwegs miteinander, aber die anderen merken nichts von diesem Umzug. Richtig. Also was ist da falsch gelaufen? Ach, ich will die lieben Kollegen von der Lobpreismusik da nicht tadeln aus der warmen Wohnstube raus. Aber in der Tat, als die Lobpreis-Worship, Praise-and-Worship-Movement so richtig losging und Fahrt gewann, habe ich mir oft bei Gottesdienstgestaltung, und ich predige ja sehr viel, also 100 Predigttermine etwa im Jahr, wo ich eingeladen werde, und dann gestalten wir den Gottesdienst und planen ihn. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich 5-mal im Gottesdienst singen darf, warum soll ich Gott 3-mal sagen, was er schon weiß, statt 5-mal dem Publikum sagen, was es noch nicht weiß. Ja. Aber das ist typisch unsere Generation. Unsere Kommunikation läuft vom Verkündiger zum Zuhörer. Die Kommunikation der Millennials, unserer Kindergeneration, die Generation unserer Kinder, läuft von ihnen selbst zu Gott. Also Anbetung, unabhängig davon, wer dabei zuhört, ist ihnen wichtiger als missionarisch-evangelistische Kommunikation mit dem Andersdenkenden. Was davon besser ist, will ich nicht beurteilen, aber in der Tat, mir fehlt das auch. Ich würde gern was ergänzen. Ich verstehe Lobpreis, also ich selbst mache Lobpreismusik, Anbetungsmusik, gebe Gebetskonzerte, wo ich Leute in die absolute Stille führe, in eine Meditation, und benutze dabei immer Lieder, alte Kirchenchoräle, Tese, Gospelsongs, neue Lobpreislieder, und verstehe diese Zeiten als Tankstelle, um anschließend auch andere Lieder, Protestsongs und gesellschaftliche Texte vorzutragen. Also ich würde das nie gegeneinander ausspielen, aber ich kann die, ich habe große Probleme, wenn nur Lobpreis gebracht wird. Und wenn in unserer Gemeinde gesagt wird, heute hat der Arno den Lobpreis, sage ich, nein, ich habe heute Musik, nicht den Lobpreis. Weil du weißt gar nicht, ob ich Lobpreis mache, vielleicht mache ich Protestsongs. Aber das hat sich so leider so eingebürgert. Aber Martin Buchholz, Christoph Zehntner, auch Manfred Siewald, und ein paar wenige andere haben ja noch andere Lieder neben der Lobpreismusik. Das sollten wir vielleicht immer mal wieder reinhören. Mhm. Wobei ich nichts gegen Lobpreis habe, im Gegenteil. Ja. Aber als Tankstelle. Genau. Jean-Daniel, du hast da die ganze Szene jetzt mitbegleitet, auch, sag jetzt mal, ohne Arne und Andreas. Wie siehst du die Entwicklung? Damit möchte ich dir auch den Ball gerade übergeben und dann weiter. Ja.
Ja, ich kann vielleicht schon nicht die ganze Szene überblicken, aber was ich gesehen und erlebt habe, ist, begonnen habe ich ja eigentlich mit Larry Norman, mit Mark Hurd, mit diesen Leuten, die eben auch gesellschaftliche Themen aufgegriffen haben, in ihren Songs verarbeitet, und die waren eigentlich im Gespräch mit ihrer Umwelt. Und dann mehr und mehr ist eben diese Lobpreismusik gekommen, die dann sehr stark in sich gekehrt und auf Gott ausgerichtet wurde. Und irgendwie haben dann die Leute, ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, vielleicht nicht die gleichen Leute, aber Musiker, die in der Zeit groß geworden sind, haben gedacht, mit Worship lässt sich eigentlich mehr Geld verdienen als mit anspruchsvollen Songs, wo man nachdenken muss und die eben auch unbequem sind. Und viele haben dann ein bisschen auf diese Schiene umgeschwenkt, und das dachte ich immer, es müsste ein sowohl als auch geben. Es ist wie ein Verrat, ich sage es jetzt mal überspitzt, ein Verrat an der Verantwortlichkeit den Mitmenschen gegenüber. Man entzieht sich und blickt einfach nach oben und Schluss. Ja. Und ich denke, das war etwas, da haben wir uns selber ins Bein geschossen als Christen, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir uns wie abgenabelt. Das wäre auch gar nicht nötig gewesen. Man hätte beides parallel, und das hat mir sehr gut gefallen, was Arno gesagt hat, entwickeln können, dass man sagt, das gehört in einen Gottesdienst, das darf auch wachsen, professioneller, besser werden. Aber wir stehen immer noch in dieser Welt und befassen uns mit den Fragen, die uns was angehen. Und ich habe mich mit Leuten wie Bryn Haworth unterhalten. Der hat genauso an dieser Entwicklung mitgelitten. Also er sagt, es ist eigentlich nicht richtig. Wir dürfen diesen Blick nicht verlieren. Ich hoffe persönlich und sehe auch gewisse Ansätze, dass dieser Blick wieder stärker in den Fokus kommt heutzutage. Ich denke, auch die ganzen Musicals, die jetzt entstanden sind, Andreas hat schon erwähnt, von Martin Luther King, diese ganzen Themen, Rassendiskriminierung, wir stehen ja mittendrin eigentlich. Also wir müssen uns äußern, eben auch kreativ, musikalisch, literarisch zu diesen Themen, um ernst genommene Gesprächspartner zu bleiben. Richtig. Ja, ich würde dir in einem kleinen bisschen widersprechen. Du hast angefangen gesagt, man hat sich Gedanken gemacht, man könnte damit mehr Geld verdienen. Was du sicher recht hast, ist die amerikanische Szene. Absolut, das muss man korrigierend sagen. Ja, die deutsche Szene, Schweizer vielleicht auch, hat nicht das Geld im Vordergrund gehabt. Und die Musiker erst, oder die deutschen Verlage, weiß ich jetzt auch nicht direkt, aber die Musiker haben nicht das Ziel gehabt, mehr Geld zu machen mit Lobpreis als mit anderen Texten. Ne? Deshalb, ja, das meintest du sicher auch nicht. Das meinte ich nicht, du hast schon recht. Ich habe natürlich mit dieser amerikanischen Szene begonnen, und die ist auch viel größer gewachsen in den Jahren. Viele Künstler, das will ich doch auch noch erwähnt haben, die haben eigentlich für nix, für lau gespielt am Anfang, weil sie einfach voll waren mit diesem Auftrag und dieser Freude, und es wurde dann mehr und mehr zu einem richtigen Music-Business. Ja, genau. Mit allen Vor- und Nachteilen, das ist ganz klar. Ja gut, wir könnten stundenlang noch in der Geschichte bleiben, das ist klar, aber wir möchten gerne noch über das Konzert, das jetzt vor der Tür steht, noch sprechen, gemeinsam. Was können eure Fans am 4. September erwarten? Ein gescheites, schönes, sehr gut mit vielen Kameras gefilmtes, nämlich von einem Grimme-Preis behängten Dokumentarfilmer inszeniertes Videokonzert. Nicht mit unserer alten Band, ganz bewusst nicht, sondern mit Begleitmusikern aus 4 Generationen. Helmut Joost am Bass, von Damaris Joy, ist genauso ein Opi wie wir. Genau. Dann Martin Buchholz an der Akustikgitarre. Der hat uns kennengelernt als Student, als Schüler, Abiturient, und dann als er Matura gemacht hat und Studien. Der ist jemand, der uns in seinen 20er Jahren kennengelernt hat. Am Klavier und Backgroundgesang wird Dania König sein, die uns als Konfirmandin, als Schülerin kennengelernt hat. Und dann wird am Klavier sitzen Timo Böcking, ein sehr begnadeter, moderner Arrangeur und Pianist. Der kennt uns überhaupt nicht. Der kannte auch keins der Lieder und nichts.
0, der hat jetzt angefangen, sich damit zu beschäftigen. Kurzum, es ist eine Vier-Generationen-Band, plus noch Klaus Bittner an der Gitarre. Und Martin Buchholz, der erwähnte Fernsehjournalist, wird sich mit uns unterhalten. Es gibt natürlich Talk, aber viel kürzer und knapper, als wir das hier gemacht haben. Und es wird auch Lieder geben von uns, die von anderen interpretiert werden. Also zum Beispiel, glaube ich, Hemi Joost singt Überreich beschenkt und Daniel König singt Still oder so. Ja, ah, ja, schön. Das fanden wir auch reizvoll. Ja, 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 ja. Ich meine, ihr habt das YouTube-Format gewählt, sicher auch geschuldet der äußeren Umstände, in denen wir jetzt sind. Live hätte doch eigentlich besser zu euch zwei gepasst. Ja, wir machen es aber live. Wir werden nicht ständig eine CD-Produktion daraus machen, sondern es wird Live-Elemente haben. Du wirst es leider hören, dass es live war. Ja, 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 ich meine, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber ich denke eben, eure Präsenz, wie wir sie damals erlebt haben, wie sie heute ja auch spürbar ist jetzt im Gespräch, die wirkt natürlich noch ganz unmittelbar direkt, als wenn wir einen Bildschirm dazwischen haben. Wir freuen uns ohnehin auf das Konzert, aber live... Jetzt habt ihr da auch einen Bildschirm vor euch dazwischen. Genau, genau. Deshalb siehst du ein bisschen flach aus. Nee, nee, also gut. Aber wir haben ja noch Überraschungen. Ja, das willst du die schon aus dem Sack lassen, Überraschung? Nee, gut, ja, dann in den Unterlagen von Martin Buchholz steht ja der wunderbare Ausdruck Rudelgucken. Ihr bietet Rezepte an, Spiele, Quiz und weitere Ideen. Also ein typischer Jugendabend von damals. Ein Seniorenabend. Seniorenabend. Ja, ja, 65 plus. Ja, ab 90 plus. Na, guck mal, Andreas ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin 70, die wird jetzt 71. Ist das Studio rollstuhlgängig oder wie? Und wir erinnern uns auch gerne an Hawaii-Toast oder Edelkäse, die Sticker oder also Aperol. Alle Partyscheußlichkeiten der 70er Jahre werden da nochmal. Ja, und wir werden Anekdoten von uns erzählen. Und in dem Rudelpaket sind viele Überraschungen drin. Also Leute, die 3 Tickets kaufen, kriegen gratis so ein Rudelpaket von uns zugeschickt, wo man wirklich einen guten Abend mitmachen kann. Uns haben sich schon Gruppen gemeldet mit 50 bis 70 Leute, die so einen ganzen Abend gestalten. Und früher hieß unsere zweite Schallplatte, weder Arno noch Andreas, richtig, auf der Rückseite, sondern der, von dem die beiden singen. Und so sah sie aus, genau. Heute sind wir bereit, uns einfach mal feiern zu lassen im Nachhinein, ohne dass wir den Gründer von uns, also Gott und so, zur Seite schieben. Also, ich sage noch mal was zur Zielgruppe. Wir haben 2 Zielgruppen. Männer und Frauen. Männer jeden Alters, also nur diese 2 Gruppen. Ja, Schweizer und Deutsche. Und dann noch Schweizer und Deutsche, ja, die dürfen auch zugucken. Aber der Witz ist natürlich der, also nimm meine Kinder. Ich habe 2 Töchter, Anfang 30. Die und in deren Gruppe macht man sowas als Nostalgieabend. Die verkleiden sich ja manches Mal auch nochmal als Pippi Langstrumpf oder die machen irgendwie so einen Abend mit die 3 Fragezeichen. Weißt du, so irgendwelche Spiele, wo sie sich in ihre eigene Kindheit versetzen. Das heißt, das Angebot ist eben auch für Leute zwischen 30 und 50. Sie können einfach mal in einer Art Freilichtmuseum live erleben, wie man früher einen Samstagabend, Jugendabend mit Käseigel und Klampfenmusik verbracht hat. Als es das Wort vegan noch gar nicht gab. Sehr schön, sehr schön. Fassen wir nochmal zusammen. 4. September, Samstag, 20 Uhr. Und wo findet man den Link? Also kann man den anfordern oder den werden wir ja aufschalten, denke ich, dann auch bei LiveNet. Da kann sich also jeder einklicken. Der Arno hat es schon erwähnt. Es gibt keinen festen Eintritt. Du hast das auch erwähnt, Andreas. Wie kann man eben dann beisteuern? Das ist da alles auf dem Link, der Martin Buchholz macht das und der hat einen Shop.
Martin Buchholz ja. Shop oder auf dem Link hinklicken und dann kann man da Kohle überweisen und kriegt dieses Rudel-Gucken-Paket. Was wichtig ist, es ist bis Dezember, bis 31. Dezember abrufbar. Es findet, wir starten am 4. September, aber es findet nicht nur am 4. September statt. Und wichtig, es ist eine einmalige Veranstaltung. Richtig, richtig. Also kann man das auf YouTube dann oder auf Martin Buchholz Kanal dann einfach bis Ende Jahr weitersehen. Geh auf Martin Buchholz Seite und da findest du die Möglichkeit, Tickets zu bekommen. Gut. Ich meine, dass eure Musik und eure Texte überleben, auch bis heute, zeigt eine kleine Geschichte. Meine Frau Angela und ich wurden angefragt von einem Freund, ob wir ihn musikalisch unterstützen könnten. Er sagte uns, als sein ältester Sohn geboren wurde, hat er sich vorgenommen, sollte der je einmal heiraten, werde er ihm das Liebeslied von Andreas vorsingen. Mittlerweile ist der Junge groß und heiratet diesen Oktober und wir werden mithelfen, das Liebeslied von Andreas, von Arno und Andreas, live vorzusingen, dem Sohn, der eben euch schon damals vom Vater gehört hat. Also schön eben auch zu merken, dass die Musik wieder zu einem zurückkommt, auf ganz unerwartete Weise. Ich möchte euch ganz herzlich danken, lieber Arno, lieber Andreas, natürlich auch dir, Hans-Peter, fürs Dabeisein, fürs Mitdenken, für alles, was ihr beigesteuert habt. Und wir wünschen euch speziell viel Freude, viel Spaß am 4. September und dass ihr etwas davon erleben mögt, dass eure Lieder eben noch bedeutend weitertragen mögen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Lange her, doch unvergessen. Arno und Andreas sind wieder da. Für ein Konzert einmalig. Wie vor 30 Jahren. Warum führt ihr euer Leben nicht mit dem, der es euch gegeben, dessen Liebe euch im Leib nicht vergisst? Arno und Andreas live. Mit ihren schönsten Liedern kehren sie noch einmal zurück auf die Bühne. Konzertpremiere auf diesem YouTube-Kanal am Samstag, 4. September um 20 Uhr. Glaubst du echt ans Material? Auto, Geld und Lottozahl. Seit Jahren schon vergebens auf die Traumfrau deines Lebens durch computersichere Partnerwahl. Schenke deinen Freunden ein besonderes Erlebnis und lade sie ein zu eurem Abend mit Arno und Andreas. Tickets und Infos zum Rudel gucken unter www.martinbuchholz-shop.de. Wir freuen uns auf euch.